Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Heute warten wir ein bisschen. So ein paar Stunden, ich weiß nicht, wann sie zurück sind, aber ich hoffe, die wecken mich auf, wenn sie wieder da sind. Wäre echt schön. Sagen wir es mal so. Ihre Pferde, aber... Wir sind anscheinend immer noch nicht da. Warte ich halt bis morgens ist. Mir egal, ich kann warten. Ja, wo sind die denn? Ich habe jetzt keinen Bock so lange zu warten. Ich meine, das nö. Ich reite da jetzt hin und guck, was da abgeht. Vielleicht soll ich hier erstmal was essen. Und dann reiten wir mal hin. Ich könnte einen Happen vertragen. Kann ich sein, dass die mich hier tagelang stehen lassen? Was soll denn das? Wo sind wir denn hier? Beim Arbeitsamt oder was? So, was ist hier jetzt los? Dann können wir doch nicht warten lassen. Also, was sind das für Manieren? Hi, Timmy. Hey, Timmy. Wie geht's? Ganz gut. Kennen wir uns? Jetzt schon. Hä? Oh, scheiße. Was willst du? Ich war's nicht. Ich wollte nicht. Ich... Scheiße. Wegen des Massakers in Neuhof. Ich sah, was du in Neuhof gemacht hast. Was redest du da? Du warst nicht dort. Ich mein, ich war nicht dort. Spar dir deine Mühe. Du warst mit dem hinkenden Heinz und Stinker dort. Ich weiß alles darüber. Was willst du von mir? Dein Spießgeselle Hinek erzählte mir, dass diese Hurensöhne ein Lager haben. Und ich will es finden. Muss es finden. Ja, aber... Aber warum soll ich dir vertrauen? Bin nicht blöd. Du könntest einer von denen sein, aber so tun, als wär's nicht so, um mich reinzulegen. Dir sag ich gar nichts. Also hör mal, Timmy. Ne? Wir können auch ganz anders. Pass auf, du Weichbirne. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Sag mir, was ich wissen will, sonst tue ich dir weh. Nein, bitte, ich weiß nichts. Fast nichts. Ich weiß nicht, wo ihr Lager ist. Ein Haufen Pferdescheiße. Hinek sagte, dass du dort warst und dass Pius dir einbläute, das Maul zu halten. Du musst etwas wissen. Nun, einmal war ich dort, ja. Nur war ich ziemlich voll und bin mir nicht sicher... Versuch dich zu erinnern. Es war in den Wäldern. Irgendwelchen Wäldern, weißt du? Mit Bäumen und so. Wow. Da waren verfallene Häuser dort und so. In den Wäldern. Da gab's eine Kirche dort. Aber eine, die irgendwie kaputt war. Wunderbar, besten Dank. Nun leuchtet mir alles ein. Weißt du, in welche Richtung es war? Genau nördlich von Thalmberg. Wenn du von der Burg aus Hügel aufwärts gehst... Dann ist ein Weg bei so Scheunen, glaube ich. Führt zum Holzfällerlager. Wenn du bei den Holzfällern weitergehst, kommst du zu diesem verlassenen Haus da. Kannst es nicht verfehlen. Sieht wie ein Haus aus. Nur verlassen. Da gehst du nach links und dann weiter, bis du zu einer Lichtung kommst mit einer Riesenbuche. Oder war's eine Eiche? Dann gehst du nochmal links. Da ist dieser enge Pfad und du gehst dem schön nach. Manchmal teilt er sich. Du hältst dich einfach links, bis du zu einer Wegkreuzung kommst, bei dem großen, flachen Felsen. Dann gehst du geradeaus weiter, immer zu. Nach einer Weile siehst du eine Brücke und genau da ist's dann. Tja, ist wohl besser als nichts. Aber du erzählst doch keinem was davon, oder? Hast es versprochen. Ach Mist, hab vergessen, es dich versprechen zu lassen.
Ich verrate nichts. Nee, du musst gehen. Du warst am Massaker beteiligt, Timmy. Leute wurden ermordet und der Hof niedergebrannt. Du kannst nicht erwarten, damit durchzukommen. Komm mit nach Atai. Sie wissen, was mit dir zu tun ist. Nein, nein, ich gehe nirgendwo hin. Die würden mich aufknüpfen. Was hast du erwartet? Dass du dich einer Bande anschließt, um zu plündern, zu morden und Brand zu schatzen und dir da nichts geschieht? Komm mit, dann stirbst du zumindest wie ein aufrichtiger Christ. Niemals! Erschlag mich doch gleich hier und jetzt. Nein, Gott wird dich richten. Sonst werde ich noch verhaftet. Nein, der Herr wird dich richten. Und bis dahin werden deine Sünden dich heimsuchen. Was mit den Jungs? Ich hab sie gesehen. Verdammt. Muss ich schnell zurück? Huch. Ist leer oder was? Was für ein Kack. Da grabe ich extra, weißt du, und dann so ein Scheiß. Na gut. So. Was sind meine Optionen, Spiel? Also, Berichte, hä? Warte. Okay, wir müssen nach A. Ratzig ist auch da? Achso, ne. Okay. A und B ist irgendwie gleich. Keine Ahnung. Das ist seltsam. Warum ist A und B an derselben Stelle? Ach, weil sie da gerade langlaufen, oder was? Ich hab keine Ahnung. Wir werden es ja gleich wissen. Komm, schneller, Ferdi. Oder gehörten die Leute zu Ratzig? Ah, die haben das Zelt aufgeschlagen. Nice. Oder ist das das Lager? Wir sind hier, sind die hier durchs Lager durchmarschiert? Warte. Karte. Ja, tatsächlich, die laufen gerade irgendwo hin. Hat sich doch gerade bewegt. Jetzt. Leck mich, Pferd! Ganz ehrlich. Das wirst du ja wohl doch hinkriegen. So. Hallo. Ich hab gewartet. Verdammt. Okay. Ich meine, ja, lass ihn doch liegen. Können sie jetzt schon mal umbringen, ne? Habe ich ein paar Feinde weniger gleich. Da gehen sie gerade ins Waldstück. Jetzt töten wir ihn noch. So. Ja, lass ihn doch fallen. Geht. Ich habe die ganze Zeit die falschen Tasten gedrückt. Okay, dann nehme ich nochmal die Groschen hier an mich. Noch irgendwas Wertvolles. Seelenschlitzer. Nett. Hallo, Bandit. Du wirst deinen Herren nicht finden. Ich lasse euch hier einfach auf der Straße liegen. Die Polizei wird euch schon finden. Oder die Wachen. Ja, gib mal den ganzen Scheiß her. Und ich habe meine Fackel beim Pferd gelassen, deswegen nehme ich das. Scherbe. Auch nicht schlecht. Krieg hier ganz viele Schwerter mit Namen. Liebe Schwerter mit Namen. Altes Schwert. Naja, gut. Auch ein hübscher Name. Irgendwo.
Lederschuh. Ja, ich würde sagen, das war erfolgreich. So, dann haben wir jetzt schon mal ein paar von denen ausgeschaltet. Dass die hier einfach durch... Die sind an Ratzig vorbeigelaufen. Sag mal, pennt die oder so? Ja, die pennen. Tatsächlich. Guckt's euch an. Hallo, die sind hier durchgelaufen. Was benötigst du? Es gibt Neuigkeiten über die Untersuchung. Ich habe Neuigkeiten über die Untersuchung, Herr. Gut, sprich. Die Spur führt nach Uschitz. Die Spur führt nach Uschitze. Einer der Banditen kommt von dort. Sie nennen ihn den hinkenden Heinz. Verstehe. Was noch? Der Bandit in Uschitze wurde getötet. Ich begab mich nach Uschitze, da Heinz dort leben soll. Doch jemand hat ihn ermordet. Offenbar versuchen sie, ihre Spuren zu verwischen und zeugenlos zu werden. Sieht ganz danach aus. Das wird immer verdächtiger. Gibt es weitere Hinweise? Ich habe Informationen über einen von Heinz' Spießgesellen erhalten. Er wird Stinker genannt und kommt aus Ledetschko. Du machst das gut, aber du musst dich vorsehen. Konntest du diesen Stinker aufspüren? Wicht stinkt dahinter. Wicht steckt dahinter. Ich fürchte, ich habe schlechte Kunde, Herr. Damit habe ich bereits gerechnet. Sprich. Stinker versteckte sich in den Wäldern und seine ehemaligen Spießgesellen wollten ihn umbringen, da er, der hinkende Heinz und die anderen sie in Neuhof im Stich ließen. Offenbar wollten sie niemanden töten. Jedenfalls sagte Stinker, dass ein Bandit namens Wicht sie angeheuert hätte. Das ist der Kerl, der dein Schwert stahl. Diese mordenden Hurensöhne waren nicht auf Beute aus, sondern wollten bloß Blut vergießen. Und das Schlimmste ist, dass sie in der Gegend ein Lager haben und weitere Schandtaten aushecken. Sacker! Sonst noch etwas? Mehr konnte ich nicht herausfinden, Herr. Nun gut. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas Neues erfährst. Wegen des Banditenlagers. Wegen dieses Lagers, Herr. Was gibt es, Junge? Ich weiß, wo es liegt. Und ich habe schon 3 umgebracht. 4. Einer der Banditen, der desertierte, berichtete mir, wo das Lager liegt. Er heißt Timmy. Ist ein Mordsbrocken, hat aber mehr Muskeln als Hirn. Das Lager ist in einem verlassenen Dorf in den Wäldern westlich von Talmberg. Gute Arbeit. Hast du es dir angesehen? Weißt du, wie viele Männer dort sind? Viel weiß ich nicht, bloß wo sie sich verstecken. Wir müssen mehr erfahren. Könntest du versuchen, dort etwas in Erfahrung zu bringen, das uns bei unserem Hinterhalt nützt? Je mehr wir wissen, desto besser. Und wenn du sie sabotieren könntest, während du dort bist, wäre das vortrefflich. Aber geh kein unnötiges Risiko ein. Ich möchte dich nicht verlieren. Ich versuche es. Natürlich, ja. Also, ich werde tun, was ich kann. Genau das wollte ich hören. Du bist unsere Augen und Ohren, Junge. Unser Erfolg hängt von dir ab. Begib dich umgehend ins Lager. In der Zwischenzeit sammle ich meine Männer. Ich werde so viel herausfinden wie möglich. Spiel gespeichert, oh yeah. So, okay. Kann ich den eigentlich bestehlen? Oh, den kann ich natürlich nicht bestehlen. Schade, schade, schade. So. Okay, wo ist mein Pferd? Ferdi! Ferdi. So, mein unauffälliges Pferd. Damit reiten wir jetzt zum Lager und gucken mal, was wir anrichten können. Ich glaube, es wird nicht viel sein. Ich habe irgendwie da so eine Vermutung. Wir folgen einfach den Leichen. Da finden wir, finden wir das Nest von denen. Samobscher Wälder. Okay. Komische Namen haben die hier. Okay, hier muss es sein. Ich weiß jetzt nicht, wie ich sie manipulieren soll. Gucken wir erstmal rein.
sind doch Holzfäller. Was soll ich doch jetzt? Von hier aus schon. Nicht mehr beim Kalt, das sind keine Banditen. Oh. Jetzt sind es Banditen. Einfach nicht bewegen. Dann sehen die mich auch nicht. Du sollst ein Bandit sein? Holzfäller. Ich gebe dich zur Wegkreuzung. Ich wollte sie alle töten, verdammt. Oh. So. Wir können da hinreisen, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Och Mann, ich wollte sie alle töten. Ich habe mich schon voll gefreut, dass mich keiner gesehen hat. Und dann war das nicht mehr gut. Weil die sich dachten, was hängt der da rum? Hat er irgendwelche Störungen? So, hier ist die Kreuzung. Zur verfallenen Hütte. Aber wir gehen erstmal nach rechts. Folge den Weg bis zur nächsten Kreuzung. Ja, das werden wir gleich machen. Aber auf jeden Fall wäre es, glaube ich, erstmal so schlau, dahin zurückzureisen. Zur Hexe und mal zu gucken, ne? Hallo Hexilein. So, kannst du mir ein bisschen was beibringen? Könntest du mir etwas über Heilkräuter? Selbstverständlich. Ja, ja. Okay. Ich möchte die Grund. Gut. Jetzt passt Gott. Das ist jetzt wichtig, dass wir das machen. Wir müssen hier alles mitnehmen. Könntest du mir etwas über Heilkräuter? Kann ich schon den nächsten? Ich möchte üben. Gut. Sehr schön. Jetzt passt gut. Kann ich schon den nächsten? Könntest du... Ich möchte meine... Zuerst musst du was... Na gut. Ich denke da... Zumindest das. Okay. Jetzt gehen wir mal zu ihr rein. Wir können hier auch gleich speichern, das ist ganz gut. Akademie beginnen. Inventar, nein, will ich nicht. Da... Also, wir haben Retterschnaps und Brennnessel und Trollkirsch. Davon kann ich mir theoretisch was herstellen. Elixier, ein Rezept aus dem geheimen Wissenschatz der Araber, das ihnen den Umgang mit Tieren erleichtert. Der Wohlgeruch der Substanz hat auf Pferde und alle anderen Tiere eine beruhigende Wirkung und führt sogar dazu, dass Hunde nicht bellen. Nett. Bereite Alkohol, den Hauer eines Wildschweins und je eine Handvoll Wermut, Tollkirschen und Beinwell vor. Gib den Wermut den Hauer in den Kessel, lass den Wermut und den Hauer für 2 Sanduhrdurchläufe kochen, lass den Kessel abkühlen, zerkleinere den Beinwell, gib die Trollkirschen und den Beinwell in den Kessel und lass das Gemisch nicht kochen. Destilliere das Gemisch. Ach du Scheiße. Das kann ja noch lustig werden. Flugsalbe. Eine Altweibersalbe, die Hexen an deren Sabbat verwenden, um ihre Seele Luzifer zu verschreiben. Lass die Finger davon, sonst verlierst du die Kontrolle über deinen Körper und Seele. Bereite Öl und je eine Handvoll. Aha, aha, okay. Einbeere. Habe ich alles. Mehr kann ich nicht. Schade. Na gut. Wir können immer noch kein Gift machen. Ich nehme vorsichtshalber aber Fliegenkirsche. Fliegenkirsche. Fliegenpilz mit. Versuche hier noch zu klauen, was geht. Vielleicht finde ich noch was Schönes. Ist auch nichts mehr drin. Okay, das ist geändert. Gut. Was ich definitiv brauche, sind die Fliegenpilze. Ich versuche halt irgendwie dein Essen zu vergiften. Muss ich schauen. So, okay. Hauptstufe, ne? Wir haben Asket. Du bekommst 30% länger ohne Essen aus. Du stammst aus ärmlichem Verhältnis und bist komfortbequem nicht gewöhnt. Je schlechter das Bett ist, desto besser kannst du schlafen und umgekehrt. Wenn du schmutzig bist, hast du bei Gesprächen mit Frauen erhöht die Sichtweite bei der Schnellreise. Deine Energie sinkt um ein Viertel langsamer. Verbände sind effektiver.
Deine Lesefähigkeit wird um 3 Punkte erhöht, das geht jedoch auf Kosten deiner körperlichen Verfassung. Mit schlechtem Ruf in einer Gegend erhältst du dort einen Bonus von 1 Punkt auf Stärke, Rede, Kunst, Agilität. Einen guten Ruf werde ich sowieso nicht haben. Berüchtigt. Wir nehmen berüchtigt, das passt doch. Okay. Ich wollte speichern, ne? Au! So. Pass auf, wo du hinreitest! Du hättest mich fast umgebracht! Ja, sorry. War nicht meine Absicht, okay? So. Wir müssen viel mehr über Alchemie lernen. Viel mehr Bücher irgendwie finden. Ah, Mann, ey. Na gut. Wollen wir mal, ne? Ich muss erstmal noch ein paar Sachen loswerden. Altes Schwert 55. Was macht meiner jetzt gerade? Kann ich das alte Schwert führen? Ich kann das alte Schwert führen. Nice. Okay, dann gehst du weg. Der Dolch, Scherbe. Gut, Scherbe ist auch nur ein Schwert. Seelenschlitzer. Nehmen wir den Seelenschlitzer. Ja, nice. Ich bin richtig gut ausgestattet, alter Schwede. So. Habe ich Hunger? Ja. Gib mir Apfelenergie. Nein, zurück. Nein. Brot gibt mir Energie. Okay, jetzt bin ich ein bisschen überfressen, aber egal. So, Heilung. Okay. Nacht und Heben. Okay, unbekannter Trank wollten wir eigentlich noch trinken, ne? Ein unbekannter Trank, Gott allein weiß, wozu er dient oder was er anrichten vermag. Eines Tages trinken wir nicht, ich habe einfach zu groß Angst davor. Okay. Dann wollen wir mal zurück. Ah stimmt, ich wollte den Fliegenpilz einsammeln, ne? So, geben wir mal so, ja, ein Stück. Ich hoffe, damit kann ich irgendwas anrichten. Ich will den halt wirklich gerne einfach ins Essen werfen. Gucken, ob das schon wirkt. Und ich glaube, wenn ich eine Wache entferne von denen, ne? Und mich als Wache dann verkleide. Eventuell lassen die mich dann da rein. Ich meine, das Ding ist doch hier realistisch gehalten, ne? Außer, dass ich nicht auf Klo gehen muss. Was ein bisschen seltsam ist. So. Buche. Geh nach links und folge dem Weg bis zur nächsten Kreuzung. Okay. Das kriegen wir doch hin. Bremse. Ach so. Der Teufel oder was? Ich muss bald auch meine Sachen wieder reparieren. Hallo, wer bist denn du? Ein Wanderer. So, nehmen wir durch mit, die Groschen. Den Scheiß. Und tschüss. Und dann töten wir dich noch. Und lassen dich erledigen. Jo, perfekt. Hast du noch irgendwas für mich? Dass ich nicht klauen konnte. Oh Gott. Sind zwar nur 0,4, aber besser als gar nicht. Oh, mein Gott, Schaden. Ich dachte schon, jetzt kommt eine Wache. So, ist das eine Kreuz? Nee. Kreuzung.
So, und jetzt? Nimm die linke Erzeugung und geh bis zur nächsten Weg. Alter, wie viele denn noch? Wieso sagen die nicht gleich einfach, halt dich links? Ist doch leichter. So, nu? Geh bei der Wegkreuzung geradeaus. Wieso nicht einfach halte dich geradeaus? Die Wegbeschreibung hätte viel einfacher sein können, ne? Aber ich sag's ja. Oh, Überfall. Zeig, was du drauf hast. Hey, tschüss. Na, weißt du was? Oh, ihr seid zu dritt, ja? Was nennst du kämpfen? So ein Dreck. Gar nicht doch. Krieg das hin, gegen die drei. Ach, au! Komm her, du Weichei! Freude! Komm her, du! Einer weniger. Au! What the fuck? Okay. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier an dieser Stelle wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.